Das Hechmücke-Studio präsentiert bewegende Aufnahmen vom Abbruch der alten St. Laurentiuskirche. Viele Jahrzehnte war dieses Bauwerk das Gotteshaus der katholischen Gemeinde in unserer Stadt. Peter Molier von der damals beauftragten Firma Kraus kommentiert die Geschehnisse. Ja, nun, da sehen wir einen RA6 im Einsatz. Das ist Martin Fischer, Baggerfahrer von Kraus, der Vater von dem Kranfischer, der in Ohle Autokran hat. Martin, meine Wenigkeit und Herbert Horn haben die Kirche mit den Maschinen abgerissen. Die Caterpillar, mit der ich den Schutt aufgeladen habe. Im Untergrund sehen wir das Haus vom Bäcker Scherer, das wir auch fast abgerissen hätten. Da steht Eugen Sondermann auf dem Dach, er raucht sich erstmal eine, er musste die Pfannen abdecken. Ja, auch damals war schon jemand mit dem C-Schlauch am Wasser spritzen, damit es nicht so staubte. Hier haben wir Pause und die Pause haben wir meistens bei Mücke im Brölekamp verbracht. Hier ist Herbert Horn, ein alter Baggerfahrer von Kraus, der mit der Kugel die Wände einschlägt. Den Glockenturm haben wir dann hinterher mit der Hand abgerissen. Hier holt Herbert aus und dann geht die Kugel ab ins Mauerwerk. Die Kugel wiegt ungefähr 800 Kilo. Bei dieser Aktion zog sich Herbert unter dem Fahrwerk ein Kantholz, was die Betätigung der Bedienhebel blockierte und schlug die Kugel bei Herrchen Schörer oben in die Fenster rein. Und die Kugel flog oben in der Dachwohnung zwischen zwei Fenster. Da wohnte eine ältere Dame, der ist aber nichts passiert. Nur sie stand im Dunkeln, weil es fiel blitzartig die Rollos runter. Die Frau hatte so einen Schreck bekommen, dass sie fast in Ohnmacht fiel. Und wie man sieht hier vorher, wie die Kugel zigmal in das Betonmauerwerk geschlagen werden musste, bevor Teile ausbrachen. Hier ist uns ein Betonteil in das Schaufenster eines Handarbeits- oder Modegeschäfts, ich weiß es nicht mehr, wer das war, reingefallen, was wir hinterher mit Brettern abdecken mussten. Hier ist Herbert und entschuldigt sich.
Hier baut sich Martin Fischer eine Rampe, um später etwas höher an den Glockenturm zu kommen. Hier macht man Seil an die Caterpillar und bezogen ein Betonteil um. Hier sind Zimmerleute von Kraus beschäftigt, das Dach abzudecken. Die armen Leute hatten hinterher auch den Auftrag, mit dem Kompressorhammer das Mauerwerk abzustemmen. Ja, es waren 4 Mann, 4 Ecken. Es waren hauptsächlich die Zimmerleute, die auch das Dach abgedeckt haben. Unter anderem Kurt Müller, Manfred Tanzenbecher. Und was jetzt hier besonders auffällig ist, die Leute stehen freihändig auf dem Mauerwerk, ohne angegurtet zu sein, und machen ihre Arbeit. Das wäre heute undenkbar, dass einer so in freier Höhe stehen könnte und arbeiten. Die Berufsgenossenschaft hätte bestimmt die Baustelle stillgelegt. Aber der Abbruch war wahrscheinlich in Gottes Hand, da konnte uns nicht viel passieren. Ja, hier sehen wir, dass Martin die Rampe voll nutzen kann und ist fast oben an dem Kirchturm angelangt, um dort mit dem Bagger die Wände einzureißen. Das ging aber nur von der Mitte aus. Von den hinteren Seiten musste dieses per Hand oder mit der Kugel gemacht werden. Zur Absicherung hatte man damals in der Wilhelmstraße Stützwände aus Stahl, damit die Steine nicht den fließenden Verkehr behinderten. Da sitze ich in der Raupe und warte auf den LKW, um den zu beladen. Ja, hier ist die Kirche fast weg und der Abbruch hat ungefähr 6 Wochen von April bis Mitte Mai gedauert. Ja, Peter, herzlichen Dank für deine Erinnerungen zum Kirchenabbruch. Diese Bilder zeigen nun den Wunsch der Plettenberger Bevölkerung zur Nutzung der freigewordenen Fläche. Und wieder einmal setzen die Politiker ihren Willen in die Tat um.